Ein herzliches Grüß Gott hier bei uns in Söll für den dritten Teil der Söll News. Und wir befinden uns hier beim Start vom Nachtriesendorlauf-Training. Und da werden wir auch ausprobieren, wie schaut das eigentlich aus, wenn man hier hinunterfährt über diesen Riesendorlauf-Hang, wo wir heute schon die Christine Ager und auch unseren Obmann vom Wintersportverein zu diesem Thema interviewt haben. Albert, ihr habt nächste Woche die österreichischen Schülerskimeisterschaften hier als Verein zum Austragen. Mit wie vielen Teilnehmern rechnet man da und was ist das Spezielle an dem Event? Naja, man rechnet so mit ca. 170 Teilnehmern. Die sind alle im Alter von 11 bis 15 Jahren. Kommen aus ganz Österreich, das sind die Besten von den Bundesländern, die haben sich qualifizieren müssen. Und die werden schauen, dass sie da gute Platzierungen erreichen, damit sie dann in Zukunft also weiterkommen. Kann man sagen, dass die Stars von morgen bei solchen Veranstaltungen entdeckt werden? Auf jeden Fall. Wir haben ja da eine da, die hat auch schon das durchgemacht. Und die, was da bei der österreichischen Meisterschaft vorne dabei sind, die werden in Zukunft dann Österreich vertreten. Sehr gut, ja. Und bei mir ist die Ager Christina, unsere Weltcup-erfahrene Läuferin aus Söll. Christina, grüß dich, herzlich willkommen, fein, dass du da bist. Hallo. Hallo, grüß dich. Christina, du hast jetzt auch schon mitgemacht, die österreichischen Schülerskimeisterschaften. Wie waren deine Erfahrungen dazu? Ja, das ist auf jeden Fall ein super cooles Event und das ist das erste Mal, wo man dann so ein bisschen eine größere Veranstaltung hat in den jungen Jahren und fast ein bisschen Wehmut dabei, dass ich nie in Söll habe starten dürfen, weil es waren sicher coole Rennen und ein super Event. Christina, wie schaut es mit deinem persönlichen Plan aus für die nächsten Rennen? Ja, ich bin jetzt dann in Saalbach-Hinterglemm beim Europacup-Finale, da sind Super-G-Abfahrten und auf die freue ich mich schon ganz besonders. Dann wünschen wir euch beiden noch einen unfallfreien Winter, alles Gute und danke fürs Kommen. Dankeschön. Danke für dich. Der Après-Ski hat eine sehr lange Tradition hier bei uns in Söll und ich freue mich ganz besonders, dass wir bei der Gabi zu Gast sind. Gabi, herzlich willkommen. Grüß Gott, hallo. Du bist eine Vertreterin vom Après-Ski und vom Nightlife in Söll. Was ist denn das Spezielle am Nightlife in Söll? Ja, es ist so, dass wir bunt gemischt Après-Ski haben in Söll, also von Pop, Rock, angefangen haben wir gar erst da. Und wir sind auch für die Holländer, für englische Gäste, für deutsche Gäste, für Einheimische gut gerüstet. Super. Gabi, und es stehen jetzt ja, glaube ich, dann die Skihütten-Gaudi-Wochen am Start. Was ist denn das ganz genau? Skihütten-Gaudi, das heißt, die nächsten 3 Wochen sind in die ganzen Hütten oben im Skigebiet, in der Skiwelt, verschiedene Musikgruppen unterwegs. Super, und ich glaube auch bei dir hier in der Moonlight Bar ist einiges geboten. Ja, wir haben jeden Freitag Live-Musik. Morgen zum Beispiel spielt die Red Bad Blue und nächste Woche die 3 Verschärften. Dann freuen wir uns, eine gute Saison und alles Gute. Danke, Gabi. Danke.